Horrorkrass, Ford wird auf Autobahn von Betonröhren überrollt. Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 2 gekommen. Dabei stürzte die Ladung eines LKW auf einen Wagen und begrub diesen unter sich. Laut Polizeiangaben war ein 63 Jahre alter Mann gegen 8.50 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A2 in Richtung Dortmund unterwegs. Bei einsetzendem Regen wechselte er in Höhe der Anschlussstellen Oelde und Herzebrock mit seinem Ford Kuga auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah der 63-Jährige einen mit Kanalbetonröhren beladenen Sattelzug aus Rehde. Beide Fahrzeuge krachten seitlich zusammen. Dadurch kam der LKW rechts von der Fahrbahn ab und knallte gegen die Leitplanke in der Zufahrt zum Rastplatz. Dabei stürzte der schwer beladene Auflieger auf die Seite und kam quer in der Rastplatzzufahrt zum Stehen. Die Kanalbetonröhren lösten sich bei dem Unfall und überrollten den Ford Kuga. Durch den Krass wurde der Ford-Fahrer schwer verletzt, während seine 56-jährige Ehefrau nur leicht verletzt wurde. Beide Insassen schafften es aber noch, sich selbstständig aus dem Unfallwrack zu befreien. Anschließend würden sie und der Fahrer des LKWs in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten der rechte Fahrstreifen der Autobahn und der Rastplatz Marburg gesperrt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf ca. 120.000 Euro.